Мы в эфире. Всех приветствуем в этом прекрасном новом году. Einen wunderschönen guten Abend. Ein frohes neues Jahr. Wir begrüßen euch alle mit unserer ersten Live-Sendung im Jahr 2022. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, euch alle zu spüren, zu fühlen, zu lesen. Herzlich willkommen. Именно так. Ну что, поздравляем еще раз, да, с прошедшим Новым годом, вас с прошедшим Рождеством. Herzlichen Glückwunsch, sagt Alexander, zum neuen Jahr, zu den vergangenen Weihnachten. Mm-hmm. Ну а сегодня у нас русское Рождество, und heute ist es in Russland Weihnachten. Да, мы встречаем праздники два раза. Geburt, ja? Да, мы встречаем праздники два раза с вами и с нами. Wir, ja, ich bin gewöhnt, in meiner Familie war alle Feste zweimal Ostern und Weihnachten und ja, die ganze kirchliche Feste nach katholischem Kalender an einem Datum, nach orthodoxalem Kalender in anderem Datum, das heißt zweimal Ostern, zweimal Weihnachten. Das ist alles natürlich hervorruft ein Lächeln im Gesicht, aber es ist so. Auf jeden Fall, heute ist in Russland die orthodoxe Kirche und die Russen und alle, die orthodoxale Glaube haben, feiern Weihnachten. Und in Deutschland ist heute auch ein Fest, Heilige Drei Könige oder Epiphanias-Fest, die Offenbarung der Jesus-Göttlichkeit, von anderer Seite, wie man sagt, Jesus-Taufe durch Johannes den Täufer. Auf jeden Fall viele, viele Feiertage, die wir heute haben. Вот, вот. Für alle herzlichen Glückwunsch. Именно так. А вообще, если вы хотите праздновать, у нас, если посмотреть весь календарный год, в каждой стране каждый день какой-нибудь праздник. In Wirklichkeit, alle die Feste mögen, wenn man jetzt Kalender anschaut, ты имеешь в виду церковный календарь? Вообще любой календарь. А, beliebige Kalender, kirchliche Kalender oder den anderen Kalender. Wenn man so internationale Kalender anschaut, was aus der ganzen Welt die Länder mit beinhaltet, jeden Tag ist ein Fest. Да, поэтому было бы настроение, праздновать всегда найдется что-то. Wichtig, dass man dazu passende Laune hat und feiern kann man immer. Да. У нас в России есть шутка, что всегда нужно отмечать день взятия Бастилии. Какой Бастилии, никто не знает, какой-то французской, но главное его отметить. Так и со всеми. Не знаю, как Бастилия, понимаете? О, пускай будет так. Крепость. Wie gesagt, viele Feste, aber in Ernsthaftigkeit natürlich, wir begrüßen euch alle, wir gratulieren euch alle von ganzem Herzen zu Weihnachten, zum neuen Jahr, zu dem Heiligen Drei Könige, zu Epiphanias Fest. Einfach, wir gratulieren jeden zu dem neuen Jahr 2022. Wichtiges Jahr, wichtiges Transformationsjahr. Wir haben dazu schon vieles erzählt. Schaut einfach unsere letzten Sendungen an. Und wir werden noch natürlich einiges erzählen. Jupiterjahr, Venusjahr, Tigerjahr, der im Februar dann startet. Auf jeden Fall interessante Zeit. Nicht einfache, aber eine herausfordernde, interessante Zeit. Ну что ж, хорошо. Что нам еще нужно сказать по поводу наступившего года? Ты хочешь что-то сказать? Нет, я тебя спрошу. Ну, die astrologischen Aspekte, wir werden die wahrscheinlich beim nächsten Treff geben. Ja, das heißt, wir gehen heute jetzt nicht auf die astrologischen Aspekte. Wir haben auch euch erzählt, dass im Moment Venus rückläufig ist und bald wird auch Merkur rückläufig. Deswegen von kosmetischen Operationen, von ganz großen Geschäften würde ich jetzt sagen, mit großer Sorgfalt etwas angehen oder etwas in diese Richtung starten, nach 3 oder 7 Mal prüfen. Dort, wo man ganz sicher ist, natürlich kann man alles machen. Wenn man jetzt nicht ganz sicher ist, noch ein bisschen abwarten, aber die Jahrestendenzen werden dazu noch alles erzählen.
und den großen Knoten-Mondachsenwechsel. Wir haben dazu schon euch erzählt im Herbst, was jetzt Mitte Januar geschieht. Deswegen schaut einfach unsere letzte Treffs von dem 2021. Heute haben wir ein anderes Thema. Wir bekamen auch ganz viele Fragen nach dem Jesus-Thema. Wir hatten jetzt unser letzter Treff im 2021. Unser Online-Treff wurde dem Jesus-Christus-Thema gewidmet. Einfach noch einmal anschauen und dazu kommt, oder wir planen dazu eine Studienreise nach Südfrankreich. Und heute haben wir ein anderes Thema. Сегодня у нас другая тема. Да, 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 да. Так, в комментариях нас люди все поздравляют со всеми прошедшими и будущими праздниками. Благодарим за это. Viele, viele Grüße sind jetzt von euch zu Weihnachten und ein gutes neues Jahr wird gewünscht. Herzlichen Dank. Ja. Wir bedanken uns vom Herzen für unsere wunderschöne gemeinsame Gruppe, für unsere wunderschöne tolle Familie von Gleichgesinnten, von Neugierigen, von bewusst werdenden, aufgewachten oder aufwachenden Menschen. Ja. И мы не задали свой традиционный вопрос, как нас слышно и видно. Bei uns kann man wahrscheinlich hören und sehen, weil so viele Meldungen kommen von euch und in keiner steht, dass man uns nicht hört. Я думаю, все хорошо, потому что тоже думаю, да. Все пишут. Все пишут. Хорошо. Хорошо. Тогда мы с вами двигаемся к сегодняшней теме. Тема у нас не рождественская, но тем не менее тема интересная. Wir haben heute kein Thema, was mit Weihnachten zu tun hat, aber dieses Thema ist interessant, dieses Thema ist wichtig und zu diesem Thema wir bekommen so viele Fragen von euch und dieses Thema wurde schon längst erwartet. Wir erzählen natürlich dieses Thema in unserer Heilerschule. Wir erzählen dieses Thema auf den Seminaren von Alexander, zum Beispiel Kompaktkurs, was jetzt in Tschechien kommt im Februar dieses Jahres. Das heißt, bald, wenn jemand noch Interesse hat, Kompaktkurs, wo alle Seminare zusammen von Alexander gefasst sind mit ganz schönen Techniken und Praktiken und mit ganz, ganz viel Wissen. Einfach kommen und bei diesem Kompaktkurs, wir erzählen zu diesem Thema natürlich noch tiefer und detaillierter, aber auch natürlich, wir geben euch Wissen so frei zur Verfügung an unseren Online-Treff, kostenlos für jeden, der Interesse hat und deswegen herzlich willkommen und man kann die Informationen weiter teilen. Ja. Смотрите, Thema, опять-таки, очень непростая, очень обширная, ну и очень интересная. Das Thema, was wir heute gewählt haben, im Endeffekt dank euren Anfragen, dank euren Bitten oder Fragen, das Thema ist vielseitig. Das ist wirklich ein breites Thema. Es ist kein einfaches Thema. Man kann darüber sehr viel erzählen, je nachdem, von welcher Sichtweise man das anschaut. Unser Abend ist natürlich beschränkt von der Zeit. Das Thema ist sehr interessant und es ist nicht so einfach. Und von anderer Seite ist es ein sehr breitspektriges Thema. И смотрите, эту тему вообще в принципе мы не могли бы обсуждать, если бы мы с вами жили на нормальной планете. Да. Und dieses Thema würde nicht imstande kommen, würden wir auf einem normalen Planet leben, würde dieses Thema nicht auftauchen. Да. А у нас то ненормальная есть... планета. А да? У нас ненормальная планета. У нас чокнутая планета по всем параметрам. Планет Erde ist wirklich so nicht ganz normal. Zum Teil verrückt. Und auf unserem Planeten gibt es wirklich so viele verrückte Themen, mit denen wir alle als lebende Seelen in diese Inkarnation oder in anderen Inkarnationen zurechtkommen müssen oder sollen. Deswegen heutiges Thema. Да. Смотрите, на планете и в мире человеческом, данная тема решалась бы очень просто, ну как, просто в кавычках, да, легко и естественно. На любой другой планете. Ну не на любой другой планете, а на разумной планете.
Wir haben euch erzählt, ja, über Universum, über die Galaxien, über die planetaren Systeme, dass die Planeten geschöpft werden. Und es gibt Planeten, wo die Menschen, Seelen oder die anderen Lebewesen leben, sogenannte planetare Schule durchgehen, Schule der Entwicklung, Schule des Wachstums. Das sind die erste Entwicklungsphasen der Seele, wo die Erfahrungen sammelt durch und dank dem grobstofflichen Körper. Und es gibt natürlich im Universum viele Planeten, wo die Lebewesen oder die Menschen leben. Und auf normalem Planet, wo eine Menschenseele lebt, in einem grobstofflichen menschlichen Körper, geschieht mit diesem Thema anders. То есть на других планетах это по-другому происходит. Да, могу кратко рассказать, почему обсуждение этой темы возможно только на нашей планете. Ну и на таких, как наш. Und Alexander erzählt jetzt только кратко, у нас очень Конечно. Много информации. Alexander erzählt jetzt, warum auf unserem Planet ist es nicht ganz normal, was dieses Thema angeht. Да. А это действительно очень кратко, и мы это уже много-много раз говорили. Да? Прото-люди не могли иметь ни переломов, ни пересадок органов, да? Wir haben erzählt, dass die Proto-Menschen, die ersten Menschen, die auf die Erde kamen, они не были больными, да? Die waren nicht krank, die hatten keine Knochenbrüche, die hatten keine kaputte Organe, bei denen war natürlich keine Transplantationen von Organen, das war gar nicht nötig, das war gar nicht möglich. Они все регенерировали, да. Абсолютно верно. И жизнь, соответственно, была гораздо дольше, чем наша. Гораздо. Die Proto-Menschen, die könnten die Gewebe und Organe regenerieren, und dank diesen Fähigkeiten und dank diesen Eigenschaften, das ist natürlich eine bestimmte Ebene der Entwicklung der Seele, dank diesen Fähigkeiten, die konnten viel länger leben in dem gleichen grobstofflichen Körper als wir Menschen in unserer Zeit. Но вернемся на нашу грешную. Auf unserem Planeten in jetziger Zeit, die Menschen leben mit anderen Eigenschaften und Qualitäten. Wir sind im Vergleich zu den Proto-Menschen, wie man jetzt mit jetziger Sprache sagt, ziemlich degradiert oder ziemlich weit von dieser Entwicklungsebene, die früher mal auf diesem Planeten herrschte. Und unsere grobstoffliche Körper mit Organen oder mit Geweben sind wirklich nicht mehr so regenerationsfähig und nicht so fit und nicht so langlebend, wie das früher war. Поэтому, я думаю, мы разделим нашу сегодняшнюю беседу на две части. Да? Часть номер один – это то, что мы имеем сейчас, и часть номер два – то, что может быть, да? Некая медицина будущего. Und wir haben heutige Abend geplant, in zwei Teilen zu teilen. Im Teil 1, wir sprechen mit euch zusammen über die Organtransplantationen, die im Moment auf diesem Planeten gemacht werden, über die Organspende, was dabei geschieht auf den feinstofflichen Ebenen oder auch auf den grobstofflichen Ebenen. Und im Teil 2, wir möchten euch Informationen geben, die betreffen zu größtem Teil Medizin der Zukunft, dank unserer Verbindung und Kontakt zu den Forschungsinstituten in Russland, zu den vielen Forschern, die Genetikforschung betreiben, Epigenetik, Genetik, die an ganz vielen Neuroprogrammen arbeiten, Gehirnforschungsinstituten. Es gibt wirklich ganz interessante Informationen, die auch die zum Teil auch die Gegenwart, aber in größtem Teil auch die Zukunft betreffen, und die sind auch sehr interessant. Именно так. Ну что ж, наша современность. Что мы имеем сейчас? Ну, тема, то есть, органспенде heute. Да, и связанная с ней.
Das Thema Organspende heute, das ist der Teil Nummer 1 von heutigem Abend. Damit starten wir. Первое. Этика. Насколько вообще необходимо сейчас кому-то что-то пересаживать? Всегда существует два ответа. Да и нет. Да, то есть можно без этого, необходимо с этим. Мы можем рассказывать, да и нет, наверное, решает каждый сам, а мы рассказываем, что при этом происходит. Вот то, это да, в том-то и дело. Да. Das heißt, an heutigem Abend wir werden jetzt nicht so stark Ethik angreifen, weil im Endeffekt machen oder nicht machen, das soll jeder für sich selbst entscheiden. Aber die Informationen, was dabei geschieht, darüber möchten wir euch heute erzählen. Und dann Fazit, wer was mit diesen Informationen weitermacht, das liegt an jedem selbst. Und hier gibt es keine Kritik oder keine Bewertung, hier gibt es kein richtig und falsch. Das ist wirklich die Entscheidung von jedem selbst, weil wir tragen die Verantwortung und Leben von einer Person, das ist sein Leben. Und jeder Mensch soll selbst entscheiden, was er mit dem Ganzen weitermacht. Ich gehe jetzt auf die Fragen, weil es gibt ganz, ganz viele Fragen, die ihr uns geschickt habt zu diesem Thema. Über Organspende gibt es viel Information, Literatur und Videos im Internet. Und wir werden diese Informationen nicht weitergeben. Weil das kann jeder von euch, wenn man Wunsch hat, wirklich im Internet googeln und anschauen und suchen und eigene Meinung bilden. Aber was wir euch gerne erzählen möchten, was geschieht auf den verschiedenen Ebenen mit dem Spender, mit dem Empfänger, mit den Organen, mit den Geweben auf der grob- und feinstofflichen Ebene. У нас очень много вопросов было. Что происходит с донором, что происходит с реципиентом, что происходит на физическом уровне, что на тонком уровне. Вот это интересует людей. Конечно, а это, пускай каждый сам для себя решает. Ну, естественно. Чтобы на этот вопрос ответить, на те вопросы, которые ты задала, и люди задали, естественно, нужно понимать, что мы трансплантируем. Либо кожу, либо там целый орган, да, либо кровь. Либо костный мозг, либо что-то еще. Wenn man über die Organspende, ну, Organspende – это именно Spende органа, да? Ну, пересадка кожи – это тоже. Но это не Organspende. Das Thema Organspende, wie gesagt, ist sehr groß. Was transplantieren wir? Ja? Man kann transplantieren Organe, lebenswichtige Organe. Wir haben natürlich lebenswichtige Organe, Herz oder Leber oder Milz oder Niere, auf jeden Fall wichtige Lebensorgane. Man kann natürlich transplantieren, man kann Bluttransfusion machen, ja, das heißt Blut spenden oder die verschiedenen Bestandteile des Blutes, ja, weißes, rotes etc. Man kann spenden und transplantieren verschiedene Geweben, Knorpel, Haut, Hornhaut, Bänder, Sehnen, verschiedene solche Dinge. Ja, man kann sogar die Haare transplantieren, was schon bekannt ist. Ja, ganz viele Menschen transplantieren auch die Organe oder Barthaare und so weiter. Das heißt, alles Mögliche. Und es ist nicht immer das Gleiche aus der feinstofflichen Ebene. Wir haben euch erzählt, dass wir mehrere feinstoffliche Körper haben. Und nicht alle Gewebe, nicht alle Organe haben alle feinstofflichen Ebenen. Но как ты рассказывал, у нас не все участки ткани имеют все тонкие уровни, да? Да. Но опять-таки, все зависит от того, какой орган мы пересаживаем. Если и в основном этот орган содержит один-два тела, то есть, да, эфирная астра.
Wir haben euch erzählt, dass wenn wir zum Beispiel Knochen haben, Knochen, das ist ätherische Knochen oder Nägel oder Haare, das ist ätherische Ebene, ja, nur eine feinstoffliche Ebene. Wir reden jetzt nicht über die Knochenhaut, wo die Nervengefäße oder Blutgefäße drauf sind, sondern richtig Osteozellen. Das ist nur eine feinstoffliche Ebene oder unsere Zähne, aber auch Zähnen, wo noch keine Nerven vorhanden sind oder Blutgefäße. Wenn wir gehen auf die Gewebe, die schon innerviert sind mit Blutgefäßen, mit Nervengefäßen, mit Lymphgefäßen, diese Ebenen haben mehr feinstofflichen Ebenen, ja, 2 bis 3. Wenn wir gehen auf die Organe, die richtige, wichtige Funktionen haben, es wird immer mehr und mehr von den feinstofflichen Ebenen. Und wenn wir gehen auf das Herz oder auf Nervensystem, Rückenmark, Gehirn, das sind die grobstoffliche Gewebe oder Organe, die viele feinstoffliche Ebenen haben. То есть у них уже до семи, можно сказать, да? Ну, до семи есть только у нервных и у мозга. Gehirn und Nervensystem, die können bis zu 7 feinstofflichen Ebenen haben. Vielleicht nicht bei allen, aber die können bis zu 7 haben. Ja. Поэтому мозг пока пересадить нельзя. Deswegen, hier ist auch in der ganzen Transplantation, Medizin, je weniger feinstoffliche Ebenen hat, grobstoffliches Gewebe oder Organ, desto leichter ist das zu transplantieren. Und je mehr feinstofflichen Ebenen hat grobstoffliches Organ oder Gewebe, desto komplizierter oder schwieriger oder sogar unmöglich ist das zu transplantieren. Zum Beispiel das Gehirn haben wir noch nicht geschafft zu transplantieren. Und hier soll man schon die ersten Gedanken machen, warum? Ja. Смотрите, напомним вам одну нашу очень известную картинку. И можно даже сказать, что кожу, да, и какие-то вещи даже прям с мертвецов можно брать, да? Да, 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 это тоже можно сказать. Und hier für euch einfach die ersten Gedanken. Alexander zeigt jetzt gerade die feinstofflichen Ebenen. Mm-hmm. Wenn es zum Beispiel um die Hornhaut geht, ja, Augenhornhaut, oder wenn es geht um irgendwelche Bänder oder um bestimmte Zellen, man kann die sogar nehmen von einem Leichnam, was schon wirklich längst tot ist. Und ja, und man kann das transplantieren und das, das geschieht und passiert gut. Man braucht keine Immunsuppressiva bei dieser Person. Wirklich, es funktioniert, man kann sagen, leicht. То есть, смотрите, когда мы говорим о физическом, естественно, органе плюс эфирный и максимум нижний астральный, тут есть шанс... Достаточно неплохой шанс, что оно и приживется, особенно если это эфирный, например. Das heißt, bei der Transplantation, wenn Gewebe, grobstoffliche Gewebe hat erste und zweite feinstoffliche Ebene, ja, wie gesagt, so wie Haut, Sehnen, Knorpel, die zu transplantieren ist leicht. Die Angewöhnung an den Empfänger oder beim Empfänger sind leicht und schnell mit wenig Nebenwirkungen, mit guten Ergebnissen. Опять-таки, не забывайте, да, что в каждом органе, независимо от того, какой он кажется простой, все равно присутствуют и нервные ткани, которые имеют высшие уровни, да, и еще там те же самые сосуды, те же самые оболочки сосудов, которые тоже имеют более высшие. Но это компенсируется, ну, в кавычках, простотой органа, в кавычках. Und hier soll man verstehen, ein Organ, der hat natürlich mehrere Schichten, so wie beim Knochen. Ja, es gibt Osteozellen und es gibt Knochenhaut. Und Knochenhaut ist schon voll mit Gefäßen und mit Nervengefäßen. Genauso bei unseren Organen gibt es Ebenen, wo die mehr einfache, in Anführungszeichen, grobstoffliche Zellen vorhanden sind und die auch sich ziemlich schnell regenerieren. Und es gibt natürlich Ebenen, wo ganz, ganz viele Nerven und Blutgefäße vorhanden sind, die dann
schwieriger sind für die Regeneration. Поэтому тут шансов достаточно много. Чем больше тел, то есть чем сложнее орган, тем, конечно, сложнее его приживать. Ну и вообще, может быть, сначала сказать, что такое жизнь, да? Да. Так немножко начал. Ничего, нормально. С середины. Нормально. Vielleicht bevor wir so richtig einsteigen oder bevor wir so richtig loslegen, für euch zu verstehen. Ein Teil von Menschheit auf diesem Planeten denkt, dass wir nur grobstoffliche Körper haben und mehr nicht. Ja? Fleisch, Knochen, Blut, Organe, das war's. Wir erzählen euch schon seit vielen Jahren, ja, unser Zentrum ist schon über 20 Jahre und die letzten Jahre unterrichten wir euch über die Online-Treffs, geben die Informationen. Wir erzählen euch, dass wir Menschen oder wir Lebewesen außer grobstofflichem Körper noch feinstoffliche Körper haben. Und ohne feinstoffliche Körper ist das Leben von einem lebendigen Organismus ist nicht möglich. Das heißt, wir leben oder wir gehören zu den Lebewesen, weil wir beseelt werden oder weil wir die Lebenskraft, die Lebensenergie bekommen dank den feinstofflichen, metaphysischen Ebenen oder Körper. Wir leben, deswegen, wir können nicht leben ohne Feinstofflichkeit, ohne Seele, ist nicht möglich. Jede unserer Zelle, und wir haben davor Billionen, jede unserer Zelle kann leben oder sich duplizieren oder regenerieren oder einfach am Leben bleiben, dank den feinstofflichen Ebenen. Das ist wichtig zu verstehen. Deswegen, um etwas, was gespendet wird oder transplantiert wird, leben könnte, muss auch feinstoffliche Ebene haben oder bekommen. Именно так. Именно так. Двигаемся дальше. Что, какую информацию мы имеем непосредственно уже от патологоанатомов? Ты можешь привести свой пример, да, те, которые трансплантируют органы, что происходит с физическим человеком? Вот это вот седина, гримаса и прочее. Ich überlege einfach jetzt, von wo wir den Übergang schaffen, ja, das heißt Organspende. Ein Thema, was man von vielen Ecken hört und wir werden aufgerufen durch Medien, durch viel Propaganda, die Organspendepass zu unterschreiben. Und uns wird erzählt, dass ganz, ganz viele Menschen warten auf Organtransplantation und es wäre einfach schön, wenn mit uns etwas geschieht, dass unser Körper wirklich dann benutzt wird für Organspende, um Leben von anderen Menschen zu retten. Wir haben auch von Anfang an heute gedacht, wir werden euch Informationen geben, wir werden jetzt nicht gehen auf die Themen Ethik und was gut und was schlecht ist. Wir werden einfach euch Informationen geben zum Nachdenken und zum Verstehen, was dabei geschieht. Wenn jemand von euch sich mit Organspende oder mit diesem Organspende-Passport beschäftigt hat, oder mit Organtransplantation, vielleicht jemand war von euch betroffen, vielleicht haben wir hier Personen, die auch schon gespendete Organe, das heißt Organempfänger selbst sind, oder vielleicht ist jemand dabei, der Spender ist für irgendetwas. Es gibt alles Mögliche in unserem Leben. Und es ist bekannt, dass, wie gesagt, Gewebe wie Sehnen oder Haut oder Hornhaut, die kann man wirklich nehmen auch von einem tatsächlich toten Körper, von Leichnam.
Alles, was richtige Organe betrifft, lebenswichtige Organe, die werden entnommen bei den hirntoten Menschen. Und erste Frage ist, was ist das Hirntod? То есть первый вопрос, что такое? Да, смерть мозга. Смерть мозга. Was ist das Hirntod? Ist es tatsächlich jemand, der Hirntod ist, ist auch tot? Естественно, смерть мозга, она клинически фиксируется там после 4 минут отсутствия там, определенных импульсов. Но это не так, человек еще не мертв. Полностью. У него полностью еще все выделительные системы работают. Именно так. Es ist bekannt, ja, das ist kein Geheimnis, dass Hirntote, bei ihm arbeiten alle Ausscheidungssysteme weiter. Das heißt, wachsen Haare, Nägel, produziert sich Urin, es gibt Verdauung, es gibt Ausscheidungen von der Verdauung, es gibt Schweiß, es gibt alles Mögliche. Der Hirntote können sogar, hirntote Frauen können sogar ein Baby weiter austragen und ja, das heißt, даже можно ребенка вынести. Das heißt, man kann sogar die Schwangerschaft vollziehen beim hirntoten Menschen. Das heißt, jemand, der weiter Ausscheidungen hat, hat eine warme Körpertemperatur, atmet. Ist es jemand, der tot ist oder nicht tot ist? Ты сам рассказывал, что у мертвого идет отделение физики от тонкого. Да, да? Причем это начинается только на третий день. Только на третий. Я bin euch erzählt. Я не знаю, мы в трефах это рассказывали или нет. Может быть, рассказывали, сейчас даже картинки покажу. Wir haben euch, ich glaube, erzählt, wenn jemand stirbt, was geschieht nach dem Tod. Aber wenn jemand das nicht weiß, es gibt auf unserem Aranya YouTube-Kanal drei Filme, Kreislauf der Seele, wo darüber auch ganz viel erzählt wird. Drei extra Filme über den Kreislauf der Seele. Und in unseren Seminaren, Heilerausbildung oder beim Kompaktkurs, wir erzählen sehr detailliert, was geschieht nach dem Tod. Wenn der Mensch stirbt, die ersten drei Tage, die feinstofflichen Körper sind noch mit dem grobstofflichen Körper verbunden. Das ist und erst nach drei Tagen, wenn der Körper tot ist, erst nach circa drei Tagen, beginnen sich die feinstofflichen Körper von dem grobstofflichen Körper zu trennen. Und es gibt sogenannte 3 Tage, 9 Tage, 40 Tage, 1 Jahr, ja, die man dann feiert nach dem Gehen von einem Menschen. Und die sind nicht einfach so vom blauen Himmel genommen, weil es ist tatsächlich bekannt, dass am 3., am 9., am 40. und am 365. Tag geschieht etwas mit dem Körper. Und das sind alles Phasen der Abtrennung von den feinstofflichen Körpern. Natürlich, wenn jemand eingeäschert wird, es geschieht sofort. Aber wir besprechen jetzt, wenn keine Einäscherung, keine Verbrennung passiert. Beim Verbrennen geschieht es sofort. Wenn es nicht verbrannt wird, Leichnam, es braucht Tage. Deswegen in ganz, ganz vielen Kulturen und Traditionen eine Beerdigung darf erst nach 3 Tagen geschehen, weil die ersten 3 Tage sind die feinstofflichen Körper beim grobstofflichen Körper und der Mensch kann noch erwacht werden. Und diese Fälle sind bekannt. Ja, das heißt, jemand, der, wie man sagt, gestorben ist, kann wieder zum Leben zurückkommen oder zurückkehren. Es ist Ausnahme, aber das ist möglich. Deswegen in ganz vielen Kulturen, Ausnahme vielleicht ganz, ganz warme Länder, wo das einfach aus verschiedenen hygienischen und ethischen Gründen kaum möglich ist, man wartet 3 Tage mit der Beerdigung. Das heißt, bei einem toten Menschen geschieht eine Trennung zwischen grobstofflicher Ebene und feinstofflicher Ebene. Bei einem Mensch, der gehirntot ist, sind alle feinstofflichen Körper am Platz. Именно так. И вот тут как раз происходят такие вещи, которые в нормальных
человеческих условиях происходить не должно. То есть все тела на месте, он даже чувствует все боли, даже может слышать, да? Абсолютно верно, да. То есть человек еще не мертв. Первые das три heißt, дня он еще ein Hirn tote ist in Wirklichkeit nicht tot. Diese Menschen spüren und fühlen, die hören, die können einfach nicht, wie wir Menschen am Leben sprechen und sich bewegen, wie die möchten, weil das bestimmte Gehirnzonen ausgeschaltet sind. Und deswegen Artikulation oder Bewegungen sind nicht möglich. Aber das Fühlen, Spüren, Wahrnehmen ist möglich, weil das ist eine feinstoffliche Ebene. Wir spüren das mit den feinstofflichen oder wir nehmen wahr mit unserer Seele, mit unserer Wesenheit, mit feinstofflichen Ebenen. Und deswegen, Organspende ist nur möglich bei sogenannten Hirntoten oder bei noch warmen Menschen, nicht beim Leichnam. Man braucht wirklich noch ganz andere Status vom Körper, um die Organe entnehmen zu können. Das ist das eine, ja, zum Nachdenken. То, что происходит с телом, когда у него изымаются органы, тоже, конечно, не знаю, рассказывать, не рассказывать. Ну, так, в мягких красках можно. Das, was natürlich auch bekannt ist, wenn jemand in der Pathologie arbeitet, diese Personen wissen, bei der Organentnahme wird der Hirntote auch angeschnallt. Man fragt, warum muss man den Toten anbinden? Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Fälle, was erzählen dann auch die Familienangehörige oder die Eltern, wenn das bei den Kindern gemacht wird. Ganz viele Menschen, bei denen Organe entnommen werden, die bekommen graue Haare, die bekommen Verzerrungen im Gesicht, die bekommen richtig quälende Grimassen im Gesicht. Bei vielen Ländern, man macht eine Organentnahme unter Narkose oder mit Schmerzmitteln. Nicht überall, nicht natürlich in den Kriegsgebieten, nicht natürlich in vielen Entwicklungsländern. Aber das heißt, dass alles geschieht. Es gibt hier ganz viele Themen, die geheim gehalten werden. Aber es entstehen ganz viele Fragen. Warum muss man den Körper befestigen? Warum so viele graue Haare plötzlich? Warum so viele verzerrte Gesichter? Warum so viele Veränderungen? Das sind so viele Fragen, über die nicht gesprochen wird. Ja, die Fragen zum Nachdenken. Und мы хотели рассказать все, что все-таки что происходит с органом. Почему? Wann? Dann ist es auch bekannt. Der Mensch, der Empfänger, der Organe bekommt, der Rezipient, der muss nach dem Empfang von einem Spendeorgan lebenslang immunsuppressive Mittel einnehmen, damit dieses fremde Organ nicht abgestoßen wird. Und diese Person muss natürlich sein krankes Organ auch verlieren. Zum Beispiel, wenn jemand ein Spendeherz bekommen soll, sein Herz wird entfernt oder Spendeniere, die Niere wird entfernt. Das heißt, man verliert sein krankes Organ, man wird auch nicht mehr fähig zum Leben und man bekommt ein Spendeorgan und man muss lebenslang Immunsuppressiva annehmen, damit das eigene Immunsystem dieses Fremdorgan nicht ausstößt. Wenn man jetzt schaut auf die Zahlen, was das alles an Gelder bringt, es gibt durchschnittliche Zahlen, die sind offiziell in der Statistik, zum Beispiel immunsuppressive Präparate im Monat für eine Person betragen zwischen 10.000 bis 18.000 Euro. Bis 18.000 Euro, das ist nur die immunsuppressive Präparate pro Person.
Und das sind dann mehrere Monate, mehrere Jahre. Eine Vermittlung von einem Spendeorgan, die Vermittlungsorganisation bekommt ca. 8.000 Euro pro Organ. 8.000. Bei einem Menschen, der seine Organe spendet oder wo die Familienangehörige für die Entnahme zustimmen oder an den Kriegsregionen oder in Entwicklungsländern, werden dazu wirklich Menschen ohne Befragung genommen. Man nimmt bei denen ja 4 bis 5 Organe und dann noch ganz, ganz viele Gewebe. Das heißt, man bekommt natürlich, wenn man jetzt schaut, wir möchten jetzt nicht über Ethik reden, aber wenn man jetzt hier schaut auf das Geldgeschäft, ist es bekannt von der Weltstatistik, dass die Organspende-Ebene steht von der geldbringenden Gewinne an der zweiten Stelle weltweit, vor dem Drogenhandel. Drogenhandel an der dritten Stelle. Das heißt, man gewinnt bei Organspende ganz, ganz viel Geld auf ganz vielen Ebenen. Apotheken für Immunsuppressiva, die Ärzte und die Krankenhäuser bei diesen Operationen und die vielen Vermittlungsorganisationen, die hier mit involviert sind. Das sind Milliardengeschäfte, die einfach ganz, ganz viel Geld verdienen. Das ist eine Komponente, die auch bekannt sein, die ist bekannt. Warum ein Rezipient, ein Empfänger, warum sein Immunsystem stößt das ab? Почему Rezipient отторгает этот орган? Что происходит? Was geschieht? Warum? Was geschieht dabei? Смотрите, можно опять-таки на нашей же картинке это показать. Wir möchten, dass jeder von euch beginnt, hier zu verstehen, die metaphysische Komponente. Ein Spendeorgan, es ist nicht nur Fleisch, es ist nicht nur Materie. Да. Ну вот представьте, что на часть вот этой вот клетки, которая отсутствует, вставили другую, но со своим, например, эфирным уровнем. Wieso braucht man Spendeorgane, wie man sagt, noch von den warmen Hirntoten? Weil ein Spendeorgan hat nicht nur grobstoffliche Ebene, sondern auch alle seine feinstoffliche Ebenen. Ja? Das gespendete Organ oder auch Gewebe hat auch noch seine feinstoffliche Ebenen. Je höher ist die Funktion vom Organ, desto mehr feinstoffliche Ebenen hat dieses Organ. Und man kann transplantieren nur die Organe, die noch diese feinstoffliche Ebene bei sich haben. Das heißt, die sind wirklich noch lebendig. Соответственно, начинается конфликт. То есть вы отталкиваете, да? Man nimmt jetzt den Rezipient, den Empfänger. Bei ihm natürlich wird das kranke Organ entfernt. Das ist grobstoffliche. То есть у него у Rezipienta орган убирают, а тонкое поле этой печени осталось, да? Да, абсолютно верно. Wir haben euch erzählt, wenn man etwas entfernt, amputiert im Körper, grobstoffliche Ebene ist weg, aber die ganze feinstoffliche Ebene, die ist da. Zum Beispiel, man entfernt eine Niere, weil die kaputt war oder die verletzt war oder die nicht mehr fähig war zum Funktionieren. Man entfernt die Niere, aber ihre feinstoffliche Körper sind alle da. Und jetzt kommt eine Niere von einem Spender. Diese Niere hat auch ihre feinstoffliche Ebenen und die wird transplantiert und es entsteht ein Kampf zwischen dem feinstofflichen Körper von Empfänger und diesem Teil von dem Organ, was transplantiert wurde. Es entsteht ein Kampf und diesen Kampf wird in der Medizin als Abstoßung genannt und deswegen der Rezipient, der Empfänger bekommt ganz, ganz viel Immunsuppressiva, damit wird sein Körper, sein Immunsystem ist das Nervensystem, ja, das heißt in wirklich höhere Ebene, Immunsystem hat mehrere feinstoffliche Körper,
sein Immunsystem wird lahmgelegt oder sehr stark geschwächt, damit sein Körper nicht kämpft mit diesem, nicht so aggressiv, nicht so stark kämpft mit diesem Teil, mit feinstofflichen Körper von dem bekommenen Organ. Für euch zu verstehen, und dieses bekommene Organ, das heißt, es ist bekannt in der Medizin, dass jedes Spendeorgan lebt nicht ewig im Körper von dem Empfänger. Nach bestimmter Zahl von Jahren Spendeorgan doch verliert seine Funktion und im Endeffekt muss ersetzt werden. Das heißt, irgendwann, das hat natürlich mit dem Körper vom Rezipient zu tun, je stärker ist der Körper von Empfänger, desto schneller kann das geschehen. Das heißt, je mehr wird der Körper vom Empfänger lahmgelegt, und je natürlich besser passen diese feinstofflichen Ebenen, desto länger kann Spendeorgan im Körper bleiben. Но вопрос, что происходит с донором? Da natürlich ganz, ganz viele Fragen, was geschieht jetzt mit dem Spender? Spender ist im Endeffekt tot, ja? Er war vielleicht beim Unfall, kam ums Leben oder durch eine Krankheit ist gestorben. Irgendwann war er hirntot oder tot und nach der Organentnahme ist er sowieso tot. Ja? Nach der Organentnahme ist man tot. Man kann nicht mehr leben. Получается, что человек, точнее его душа, да, не может полностью в совокупности уйти. Ну, то есть происходит связь, да? Да, происходит связь. Wir haben euch erzählt, ein verstorbener Mensch, seine feinstoffliche Körper nach und nach verlassen sein grobstofflichen Fleisch, den Leichnam, ja? 3., 9., 40. und so weiter Tag. Wenn bei einem hirntoten Mensch ein Organ entnommen wird und jemanden verpflanzt, transplantiert wird, es entsteht eine auf der feinstofflichen Ebene Verbindung zwischen der feinstofflichen Körper, zwischen der Wesenheit von dem Spender zu seinem Organ. Das heißt, ein Organ kann bei anderer Person leben, so lange, bis diese Verbindung da ist. Eine transplantierte Niere kann so lange ihre Nierenfunktion erfüllen in anderem Körper, solange die Verbindung zu der Wesenheit, zu der Seele von dem Spender vorhanden ist. Das heißt, der Mensch ist gestorben, sein Organ oder Organe sind bei anderer Person, manchmal sind bei mehreren Personen, ja, Niere hier, Leber hier, die anderen Organe dort, ja, weil man entnimmt bei manchen Menschen mehrere Organe. Und von jedem Organ zu seiner Seele, zu seiner Wesenheit gibt es eine metaphysische Verbindung, die Arbeit und Funktion vom Organ ermöglicht. Diese Seele von dem Verstorbenen, die trennt sich von dem grobstofflichen Körper und nach der Trennung von dem grobstofflichen Körper entsteht sogenannte, esoterisch ausgedrückt, Aufstieg der Seele. Die Seele verlässt und geht auf ihre feinstoffliche Ebene und bereitet sich für die nächste Inkarnation. А у людей, которые забрали органы, душа как бы не может, да, уйти? Да, во-первых, она не может, а потом все-таки, когда она уходит, то есть когда умирает и реципиент, в следующем воплощении, здесь просто вопрос задавали, все равно с этим органом будут проблемы. Und was geschieht auf der metaphysischen Ebene? Solange das Organ funktioniert bei dem Empfänger, kann die Seele von dem Spender, von dem Verstorbenen nicht gehen. Sie wartet, bis der Empfänger stirbt oder bis das Organ, was transplantiert wurde,
tot wird, ja, das heißt, aufhört zu funktionieren und der Empfänger braucht eine zum Beispiel neue Niere. Entweder muss der Empfänger sterben oder die transplantierte Niere oder das Organ muss aufhören zu funktionieren, dann geht die Verbindung zurück und die Seele kann wirklich gehen. Das heißt, wir haben hier auf der metaphysischen Ebene gefangene Seelen, die müssen schon abwarten, bis der Spender oder die Spender sterben. Das ist eine Komponente. Wenn dann endlich der Spender stirbt oder wenn das Organ endlich abgestoßen wird oder aufhört zu funktionieren und die Seele kann, wie man so sagt, aufsteigen, diese Seele, wenn die wieder inkarniert, bei ihr auf diese Ebene, wo das Organ gespendet wurde, entsteht eine Schwäche. То есть у него происходит слабость, да? Метафизическая слабость. Das heißt, dieses Organ, wenn diese Seele vom Spender wieder inkarniert, im nächsten Leben das gespendete Organ wird geschwächt. Wie weit, wie stark hängt davon, was für Organ und wie lang war dieses Organ bei anderen Personen. Das heißt, das hängt von vielen Faktoren, aber das hat auf jeden Fall eine bestimmte Schwäche. Weil das ist auf der metaphysischen Ebene ein bestimmter Teil irgendwie fehlt oder nicht ganz in Ordnung ist. Was ist beim Spender eine Niere innerhalb der Familie? Wenn Spinner und Empfänger leben, denkt ihr selbst nach. Es entsteht eine Verbindung und die ist da, solange die beiden leben, dass das was geschieht. Noch einmal, es geht hier nicht um gut und schlecht. Es geht für euch zu verstehen, was geschieht. Wenn ich spende Niere meinem Kind, ich bin mit meiner Niere bei meinem Kind feinstofflich verbunden. Das ist alles, was geschieht. Es geht hier nicht um gut und schlecht. Es geht hier um verstehen, was passiert. Um das geht es. Пока моя почка у кого-то живет, у меня есть связь с этой почкой. Конечно. Тем более, если это еще и близнец. Was еще? Natürlich, wenn das Zwillinge sind, es ist hier durch ganz viel Ähnlichkeiten. Man hat hier nicht so viel abstößende Funktionen, weil es ist bekannt, je besser man findet ein Spendeorgan, desto weniger ist Gefahr der totalen Abstoßung. Ja, das heißt, und Niere, wir haben alle zwei Nieren, manche haben drei sogar. Das heißt, Niere, es ist nicht ein Herz. Hier soll man dann schauen, es hat immer mit der Funktion zu tun. Je wichtiger ist die Funktion von einem Organ, zum Beispiel Herz, hat mehr feinstoffliche Ebenen als die Niere. Niere ist es unser Filter, Blutfilter. Natürlich eine ganz wichtige Funktion, aber das ist nicht vergleichbar mit dem Herz. Herz hat viel mehr feinstoffliche Ebenen. Deswegen die Menschen, die Herztransplantation bekommen oder Spendeherz, die übernehmen auch Gefühle und Charakter von dem Spender. Ja, Gefühle und Charakter, das ist schon höhere astrale und mentale Ebenen. Bei der Transplantation der Niere es ist auch da, die feinfühligen Personen spüren das, aber das ist nicht so stark wie beim Herzen zum Beispiel, ja. Gibt es Unterschied für die Seele, ob Leichnam begraben wird oder verbrannt wird? Wir haben erzählt, wenn Leichnam verbrannt wird, die Trennung von feinstofflichen Körper geschieht, sobald Leichnam verbrannt wird. Ja, das heißt, direkt nach der Verbrennung, nach der Einäscherung, trennen sich die feinstofflichen Körper von dem grobstofflichen. Beim Begraben, das dauert mindestens ein Jahr und in unseren Zeiten sogar länger. Wir haben ein Problem, dass das Leichnam jetzt ganz schlecht verwest.
weil wir Menschen sind so voll gestopft mit Antibiotika, mit Konservierungsmitteln, mit Schwermetallen, mit verschiedenen Weichmitteln, dass die Bakterien, die normalerweise Leichnam verwesen sollen, die wollen das gar nicht fressen. Und die Verwesungsprozesse sind sehr, sehr langsam. Und deswegen ein Mensch ist im Moment zu einem Sondermüll geworden. Deswegen ganz viele Krematorien sind aus den Städten rausgebracht, weil das, was bei der Verbrennung geschieht, das ist wirklich ein großes Problem. Es ist, man sagt, man bekommt dann mehr Gifte in die Atmosphäre als BASF-Fabrik. Ja, deswegen viele Krematorien sind außerhalb von Städten. Und für die Menschen in unserer Zeit ist wirklich ein Erschütterung ist besser als die, als das Begraben. Людям нравится эта тема по поводу крематориев. Verbrennung ist nicht schmerzhaft. Verbrennung geschieht, wenn der Mensch tot ist. Ja, Verbrennung geschieht doch nicht bei einem hirntoten Menschen. Verbrennung geschieht einige Tage nach dem Feststellen vom Tod. Und wenn man tot ist, dann ist es nicht, dann spürt man nichts. Смотрите, в любом случае крематорий и кремация должны быть минимум после двух дней смерти, лучше трех. Das heißt, Einäscherung soll auch geschehen nicht früher als nach den drei Tagen nach dem Tod. Ja. В некоторых культурах два дня, в некоторых три. Bei manchen Kulturen sind es zwei Tage, bei anderen Kulturen sind es mindestens drei Tage. Лучше три. Besser drei Tage und nach den drei Tagen erst entweder begraben oder einäschern. Das heißt, bei der Organspende, für euch einfach zu verstehen, wenn etwas transplantiert wird, man braucht auch die feinstoffliche Komponente von diesem grobstofflichem Material. Dann die Frage, was geschieht, wenn man Bluttransfusionen bekommt. Unser Blut, сколько нашей крови, только один тонкий уровень, да? Полтора, но можно считать, что один, да. Unser Blut hat durchschnittlich nur eine feinstoffliche Ebene. Es kommt darauf an, auf welche Zellen, ja, das heißt, unser Blut besteht aus ganz vielen Komponenten. Manche haben 1 bis 2 feinstofflichen Ebenen in der Masse, man sagt durchschnittlich eine feinstoffliche Ebene. Das heißt, wenn jemand Bluttransfusion bekommt, man bekommt einen Teil von der ätherischen Ebene von dem Spender. Aber die ätherische Ebene, die wirkt oder wird ersetzt nach ca. 4 bis 8 Wochen komplett. Das heißt, nach der Bluttransfusion vielleicht sehr empfindliche Menschen, die spüren schon die ersten Tage oder Wochen, dass es der Körper irgendwie sich fremd anfühlt. Natürlich, es kommt immer mit der Menge von der Bluttransfusion, ja, viel oder wenig. Und wie viel ist Übereinstimmung dabei vorhanden? Ja, je mehr Übereinstimmung auch, desto besser, weil die ätherische Ebene, wenn die Übereinstimmung sehr gut ist, dann ist es auch sehr, sehr gut verträglich. Und nach spätestens 4, 6, 8 Wochen ist es sowieso die feinstoffliche Ebene von dem Spender ist weg. Das heißt, nach circa grob Monat bis 2 nach der Bluttransfusion haben wir die fremde feinstoffliche Anteile nicht mehr in uns nach der Bluttransfusion. Nach der Transplantation von den irgendwelchen Hornhaut oder Sehnen oder Haut oder sowas, Knorpel, hier ist noch weniger, ja, das heißt, hier sind noch weniger von der feinstofflichen Komponente, 0,5 bis 1. Deswegen ist es auch ziemlich schnell, werden diese Zellen, diese Gewebe übernommen von dem Spender, ja, oder sich gut angewöhnen. Nicht immer, aber meistens.
Und die werden auch angenommen und die können sich auch dann, das heißt, diese ganze feinstoffliche Komponenten von dem Spender sind auch weg vom Körper. Das heißt, bei der Bluttransfusion oder bei irgendwelcher Transplantation von kleinen Geweben, es entsteht keine Verbindung zu dem Geber, zu dem Spender, ja, das geschieht nicht. Oder wenn das am Anfang ein bisschen was da ist, das ist nach einer sehr schnellen Zeit ist weg. Die Verbindung bleibt aufrechterhalten bei den lebenswichtigen Organen. Ja, die bleibt und die ist bekannt, dass die Menschen, die fremde Organe bekommen haben, wir reden über ganzes Organ. Ja, es gibt Stückchen von Geweben, ist es was anderes als ein komplettes Organ. Und es gibt natürlich ganz, ganz viele Informationen, dass diese Menschen auch bekommen andere Gefühle, andere Wahrnehmungen, andere Charakterzüge, andere Neigungen oder umgekehrt. Andere Abneigungen, das ist bekannt. Darüber gibt es ganz viele Informationen in verschiedenen Quellen und wenn jemand sich darüber interessiert, man kann wirklich viel Informationen finden. Wieso heißt es dann, die Seele sei im Blut? Unsere Seele ist in jeder Zelle. Unsere Seele ist in jeder Zelle. А про кровь так говорят просто потому что ну без крови немножечко сложно. Im Blut, weil ohne Blut, Blut für uns verkörpert, ja, wenn Blut fließt, wir leben, ja, und wenn wir leben, das heißt, wir sind beseelt, ja, wir leben, wenn Blut fließt und wenn wir atmen. Wenn man sich entspannt, wenn jemand von euch meditiert oder wenn jemand übt die bessere Wahrnehmung von eigenem Körper, man beginnt zu spüren den eigenen Atem, Herzrhythmus und Blutfluss. Ja, deswegen man sagt, in dem Blut fließt oder lebt die Seele. Genau, bei dem Blutspenden, die feinstofflichen Anteile, die kehren ziemlich schnell zurück. Deswegen man soll hier, man spendet auch nicht ganzes Blut, ja. Wir spenden nicht 5 Liter Blut, wir spenden vielleicht 200 Milliliter oder plus minus. Bei dieser kleinen Menge im Vergleich zu der ganz großen Menge, wir verlieren hier überhaupt keine Seelenanteile. Es entsteht so wie Faden, verbindungsenergetische Faden und das ist ziemlich schnell wieder zurück, weil das sind ganz kleine Mengen. Das ist für euch die Information für die медицинische. Да, это у нас была плохая часть, так скажем. Ну почему плохая? Она разъясняет очень многое. Информативная, да, ну такая. Die Zeit läuft so schnell. Das war jetzt der erste Teil von heutigem Abend. Wir haben versprochen, euch zu erklären, was geschieht auf der metaphysischen Ebene, und wir hoffen, ihr habt verstanden, was geschieht auf der metaphysischen Ebene bei Organspende, bei Organtransplantation und wieso muss der Mensch, der seine Spendeorgane gibt oder bei dem die Spendeorgane entnommen werden, muss wirklich noch, wie man so sagt, warm sein. Und was dabei geschieht metaphysisch mit dem Spender, mit dem Empfänger, mit dem Organ und so weiter. Wir hoffen, ihr habt es jetzt verstanden. Wir haben uns jetzt bemüht, das so einfach und so klar wie möglich euch zu erklären. Und wir machen jetzt eine короткую Pause. Давай. Und wir machen jetzt eine kurze Pause für euch. Und wir gehen dann zu dem zweiten Teil von unserem heutigen Abend. Und wir möchten euch erzählen, noch ein bisschen andere Blickwinkel auf das Thema Transplantation und Medizin der Zukunft, weil in sich dieses Thema und diese ganze Forschung und Engineering in diesem Bereich ist doch sehr interessant und hat
wirklich für uns Menschen auch ganz interessante Zukunftsmöglichkeiten. Wir werden darüber euch nach der Pause erzählen. Und was haben wir jetzt? 42, 20.50 Uhr, 10 vor 9 machen wir weiter. So, wir begrüßen euch nach der Pause. Так, ну что, к более приятным темам. Опять-таки, на нашей планете мы можем экспериментировать в хорошем русле. Außer jetzt Organspende, das heißt Organtransplantation, die Medizin und die Forscher, die Wissenschaftler auf unserem Planeten natürlich schlafen nicht. Und es entstehen oder es geschehen die letzten Jahre auch ganz, ganz viele Forschungen auf den Gebieten Genengineering, Transplantation oder Neurointerface und Regeneration, Verjüngung und so weiter. Es gibt natürlich auch ganz viele interessante Forschungen und es kommen in der Zukunft noch mehr. Und wir möchten euch auch ein bisschen darüber berichten. Ну вот смотрите, что из условно последнего, что ученые достигли. И опять-таки нужно понимать, что есть официальные исследования, да, есть неофициальные исследования. Die Forschungen, die letzte Jahre, das heißt die letzte schon nicht zwei Jahre, sondern 10, 20 Jahre und länger, die letzte Forschungen. Es gibt sehr viele weltweit in ganz vielen Ländern. Es gibt folgende Informationen. Natürlich soll man auch verstehen, es gibt Informationen, die offengelegt sind und es gibt natürlich ganz viele Informationen, wo geforscht wird und darüber nichts breit bekannt gemacht wird. Das heißt, das sind dann die offizielle Informationen, die tatsächlich bekannt sind und offengelegt werden. Aber es gibt natürlich auch ganz, ganz viele, wo geforscht wird, wo darüber nicht erzählt wird. Опять-таки, почему? Потому что в мире существуют законы, существуют религии, и наука идет немножко быстрее, чем придумывается под это дело мораль. Das heißt, bei uns Menschen, die Ethik und Moral spielt auch sehr große Rolle. Wir haben auch Humanmedizin, wir haben auch Religion, wir haben noch viele andere Richtungen. Und es gibt hier auch bestimmte Widersprüche oder Auseinandersetzungen. Und nicht alles kann und darf auch die Wissenschaft und die Medizin durchführen, was jetzt von den bestimmten ethischen Organisationen freigelegt wird. Deswegen auch diese Forschungen sind auf vielen Ebenen blockiert, gesperrt oder nur zum Teil freigegeben, aber es wird trotzdem ganz viel gemacht. Ну и здесь, в принципе, наука идет, ну так скажем, относительно правильным путем. Почему? Потому что наука пытается создать либо протезы, либо органы из своих тканей. Trotz dass die Organspende Industrie wirklich ganz viel Geld verdient und entwickelt sich weiter, es gibt sogenannte Alternativebenen, wie kann man sonst den Menschen, die kranke Organe haben oder die einfach ihre Organe verloren haben durch Unfall oder durch eine Missbildung, einfach fehlende Organe haben oder Körperteile oder Gewebe, Gebiete oder Zonen, wie kann man diesen Menschen helfen, bei denen einfach, wie man sagt, bei Behinderten oder bei Invaliden, wie kann man diesen Menschen trotzdem helfen? Und dazu gibt es wirklich ganz interessante Forschungen. Es ist bekannt in der Medizin, ja, das, was wir vorher besprochen haben, diese ganze Immunsuppressiva, diese Abstößung, dieses Nicht-Zusammenpassen von Spenderorgan und dem Rezipient von diesem Organen. Es ist, diese ganzen Schwierigkeiten in der Medizin sind bekannt und wir haben trotzdem
ganz, ganz viele Menschen, die warten, die in der Spende Bankliste warten, Datenbank warten auf ein Spendeorgan und Spendegewebe. Das heißt, es ist immer noch ganz, ganz viele, die darauf warten. Und deswegen, es gibt auch viele Forschungen in der Medizin. Was kann man sonst machen, um diesen ganzen Menschen helfen zu können? Und es gibt sogenanntes Gebiet in der Medizin, das nennt man Gentherapie. Gentherapie. Естественно, официально это еще запрещено, но опять-таки исследования уже делаются. То есть это внедрение, исправление и какие-то манипуляции с генами человека. Ja, das ist die verschiedene Arbeiten mit den Genen, Genen von Lebewesen, Genen von Menschen, Genen von Tieren. Hier gibt es auch vieles, was verboten ist, aber es gibt auch Gebiete, die erlaubt sind. Und es gibt hier viele Gebiete, zum Beispiel ein davon, sogenannte CRISPR-Cas9 Gentherapie, entwickelt von der Jennifer Doudna. Sie hat auch einen Nobelpreis dafür bekommen. Das ist eine Gentherapie, die wurde entwickelt für die Menschen mit schweren Diagnosen, wo einfach bestimmte Organe fehlen. Это вот то, что в свиньях, в обезьянах как бы выращивается, да? Нет, не совсем. Если говорить про генотерапию, то то, что мы можем исправить на стадии эмбриона, но в человеке. Да, но это... есть и совсем другие, да, то есть... Конечно. Es gibt Therapien, wo in embryonalem Stadium Embryo bei Menschen, wo bekannt ist, dass irgendwelche DNA-Fehler vorhanden sind, man kann bestimmte Reparaturen ausführen. Das ist eine Ebene, die wird auch geforscht und durchgeführt. Und es gibt hier wirklich ganz, ganz interessante Forschungen. Und es gibt zum Beispiel auch folgende Forschungen. Wieso soll man die Organe spenden, wenn man die Organe auch züchten kann oder die Gewebe züchten kann, die wirklich ähnlich sind oder da sind die eigenen Zellen von dem Empfänger, von dem, der auf ein Organ wartet. Das heißt, es gibt Forschungen, es werden die menschlichen Zellen entnommen. Und diese menschlichen Zellen, die werden eingeführt in Embryo von zum Beispiel Schwein oder Affe. Und man kann dann in diesem Tier züchten eine Gruppe von den menschlichen Zellen. Man braucht dazu nicht viel, vielleicht ein paar Dutzend Gramm. Und dann man kann diese Zellen, damit kann man ein arbeitendes Transplantat bekommen. Und auf diese Art und Weise gibt es Forschungen, dass man zum Beispiel Leber oder Bauchspeicheldrüse züchten kann mit den Zellen von dem Rezipient. Ja, diese Forschungen werden schon die letzten Jahre durchgeführt und die sind wirklich erfolgreich. Man muss nicht die ganze Leber züchten, sondern wirklich 10, 20, 30 Gramm davon. Und dann, das wird dann transplantiert dem Menschen. Und aus dieser Gruppe von den Zellen, und das sind die eigenen Zellen von dem Menschen, die werden nicht mehr abgestoßen, kann dann das Organ weiter sich regenerieren und wachsen. Ja, das ist sogenannte Gentherapie. В принципе, с точки зрения метафизики, вот здесь страшного ничего нет. Почему? Потому что, если мы только не берем, что потом происходит с условной хрюшкой, да, в которой это было выращено. Natürlich, wenn man jetzt Metaphysik anschaut, in dem Fall auf der metaphysischen Ebene gibt es komplette Einklang. Das heißt, von dem Mensch, der wartet auf eine Spendeleber, werden die Zellen entnommen. Die werden einfach gezüchtet in einem anderen Lebewesen. Natürlich von der ethischen Komponente, diesen Schweinen oder das andere Tier, im Endeffekt muss das Leben verlieren, um diese Gewebe zurück zu verpflanzen. Aber dabei sind keine
hirntote Menschen involviert. Niemand muss von der menschlichen Seele wirklich angebunden sein zwischen Spender und Rezipient und so weiter. Ja, das heißt, man bekommt wirklich die eigenen Zellen zurücktransplantiert und hier gibt es keine Abstößung und keine weiter involvierten Menschen. В принципе, это вот технология, которую можно назвать химерами, да, только она еще пока не воплощена полностью. Почему? Потому что нельзя пока что эту хрюшку донора родить. То есть на этапе эмбриона можно, а вот дальше все. То есть пока это только в стадии эксперимента. Das ist auch sogenannte Gebiet Chimären. Diese Programme, Chimären-Programme sind in manchen Ländern gesetzlich zugelassen, zum Beispiel in Japan. Chimärenzüchtung ist erlaubt. In Amerika Chimärenzüchtung ist auch erlaubt. Das heißt, man nimmt bestimmte Tiere und in embryonalem Stadium, ja, man züchtet die nicht bis zu einem vollkommenen erwachsenen Wesen, sondern das alles geschieht in der embryonalen Stadie. Man verpflanzt dann diesem Embryo vom Tier noch die Zellen von zum Beispiel menschliche Zellen oder von den Organen, die man dann züchten möchte. Ja. Idee это сама по себе достаточно интересна, почему бы и нет. Но в ней кроется огромное количество этических вопросов. Ein großes Gebiet, wo auch ganz viel Forschung getrieben wird. Natürlich gibt es hier auch ganz große ethische Komponente, aber dass ihr wisst, auf diesem Gebiet gibt es tatsächlich schon ganz, ganz viele sehr interessante und sehr positive Ergebnisse. Понятно, что ученые в конце... Для медицин der Zukunft. Что? Да. Понятно, что ученые в конце хотят, ну, представляют себе, что можно по кусочкам еще в эмбриональной стадии собрать суперчеловека. Yeah. Да. Das Ziel ist hier natürlich, einen Supermensch zu entwickeln oder zu züchten. Ob das wirklich, was die Wissenschaftler so vorhaben, es ist eine ganz große Frage. Aber dass man jetzt bestimmte Organe, bestimmte Gewebe auf diese Art und Weise züchten kann, das ist schon erfolgreich und bekannt. Ну и очень интересный вариант, где берутся определенные вещи у человека без зверюшек, да? Да. Вот это более, dann так скажем, близко к нашей жизни. Dann gibt es auf dieser Ebene auch ganz interessante Forschungen, die auch schon sehr erfolgreich sind, wo man gar keine Tiere anwendet, sondern bei uns Menschen gibt es Gewebe, die einfach sehr schnell wachsen, zum Beispiel Knorpelgewebe. Ja, es ist bekannt, dass unsere Nase, unsere Ohren, die wachsen bis zu ganz, ganz hohem Alter. Die wachsen immer weiter. Ja, das heißt, unsere bestimmte Knorpelgewebe, die können sehr schnell wachsen und sehr schnell, sehr gut sich regenerieren. Und wir haben Knorpel nicht nur in der Nase, und nicht nur in unseren Ohren, wir haben Knorpel im ganzen Körper. Und es gibt ganz interessante Forschungen, die sind richtig schon durchgeführt und die werden schon durchgeführt bei den Menschen. Zum Beispiel ist es bekannt, man kann ein Stück Knorpel nehmen von der Person, die, nehmen wir an, jemand leidet an irgendwelchen Knieproblemen, ja, irgendwelche Kreuzbandriss oder irgendwelche Knieproblematik ist da, Knorpelgewebe ist abgenutzt oder es gibt irgendwelche genetische Erkrankung an irgendwelchen Gelenken. Es gibt schon Fälle, wo man dann Knorpel nimmt, zum Beispiel aus der Nase, ein Stückchen oder aus dem Ohr. Dort wachsen die ganz, ganz schnell nach und dann in sogenannte, wie man fast sagt, Petrischale wird dieser Knorpel weiter gezüchtet zu einem ganz großen Knorpelgewebe und dann diese Knorpelgewebe kann man anwenden an diese verletzte Knie oder anderem Gelenk und hier gibt es überhaupt keine Abstößung, das heißt, man züchtet aus den eigenen Zellen und Geweben
auch Gewebe für das eigene Körper. Und diese Operationen, die werden schon durchgeführt. Diese Industrie und diese Forschungsindustrie auch wächst weiter und die hat sehr, sehr gute Zukunftschancen. Das heißt, wir bewegen uns wirklich auf der Ebene, wo man dann für sich selbst aus den eigenen Zellen bestimmte Gewebebereiche züchten kann, transplantieren kann und die tatsächlich sich sehr, sehr gut angewöhnen, weil das ist eigene Zellen und die natürlich auch die eigene feinstoffliche Ebene. И здесь, с точки зрения метафизики, вообще нет никаких претензий. Мы не используем никаких хрюшек, условно, да, и выращиваем. Ja, von der Ethik ist es ganz genial, weil man braucht hier überhaupt keine Tiere. Natürlich die Versuche, die ersten Forschungen, man braucht dazu die Tiere. Aber dann, man macht schon das alles schon an den Menschen selbst. Ja, потому что, естественно, вот люди здесь пишут, ну, хрюшка-то тоже имеет право на жизнь. Нетронутую, да, имеет. Поэтому мы говорим о нашей планете, о наших ja, условиях. Das muss man auch verstehen, viele Forschungen sind in dem embryonalen Stadium, das heißt, dieses Tier entweder bei der Entnahme lebt weiter oder umgekehrt, es wird gar nicht ein Leben geboren, weil es gibt ganz viele Stadien für diese ganze Forschungen und viele sind davon sehr, sehr interessant. Es gibt auch, auch für die Spendeorganen gibt es auch neue Forschungen. Man kann Spende, das heißt, es gibt neue Forschungen in der Medizin, das haben wir von unseren bekannten Wissenschaftlern mitbekommen. Spendeorgane, man kann so bearbeiten, in Anführungszeichen, dass von dem Organ bleibt, wie man sagt, Skelett von diesem Organ, aber Skelett nicht aus Knochen, sondern Skelett aus dem Bindegewebe. Ja, es bleibt sogenannte Bindegewebe, Skelett von Organ. Und gerade dieses Skelett, Organskelett, hervorruft keine Abstößung. Und dann diese Matrix, diese Organskelett, füllt man dann schon mit den Zellen von dem Rezipient selbst. Und auf diese Art und Weise man diese, ja, wenn es jetzt um Spendeherz geht, dann bekommt dieses Spendeorgan oder dieses Spendeorganskelett die Kardiomyozyten, die sind dann von dem Rezipient selbst. Ja, solche Forschungen werden auch weitergeführt. Das heißt, es gibt doch sehr interessante Entwicklungen für die unterschiedliche Anwendung oder Verarbeitung oder Transplantation von verschiedenen Geweben und Organen. Das sind diese Gentherapien. Es gibt hier auch ganz, ganz viele Richtungen. Es gibt auch sehr interessante, die ethisch sehr sauber sind. Ja? Конечно, было бы лучше научиться самому выращивать себе что-то внутри. Да, но это уже чистая метафизика, и это следующий этап через какое-то время. Но если кусочки остаются, то это возможно, да? Это возможно, да. Но... Ja, natürlich die Organe selbst regenerieren und züchten, das ist eine große Aufgabe der Menschheit und vieles ist hier auch möglich, besonders eine Regeneration von einem kranken oder verlorenen Organ oder amputiertem, ist möglich, wenn von diesem Organ mindestens ein Teil gelassen wurde. Es ist bekannt, wenn wirklich ein Teil von der Leber, ein Teil von der Schilddrüse, ein Teil von der Milz tatsächlich gelassen wurde. Es gibt ganz viele Fälle, wo man dieses Organ dann regenerieren könnte. Und vielleicht nicht so vollkommen und so vollständig, aber bei der Milz sogar vollständig, dass man dann wirklich das Organ wieder züchtet und regeneriert. Wenn das Organ komplett amputiert wurde oder ohne jegliche Resten von den Zellen, so ein Organ zu regenerieren, ist es im Moment noch nicht möglich oder kaum möglich, aber sicher in der Zukunft, wenn wir uns entwickeln werden,
diese Regeneration von Organen wird auch möglich. А если все-все ампутировано, то как у нас в будущем будет что-то? Совсем-совсем в будущем, в очень далеком, да, и, скорее всего, мы будем все это регенерировать так, как делали в прошлом. In der weiten Zukunft, sagt Alexander, so wie unsere Vorfahren, die Proto-Menschen, regenerieren konnten, ihre Organe oder verschiedene Körpergewebe, wir Menschen, vielleicht nicht in diesem Leben, wir werden als Menschen das auch irgendwann wieder machen können. Unsere Zeiten zum Teil, wie gesagt, wo Teile noch da sind, ist es auch möglich. Да, теоретически, мы это вот много-много раз говорили, в регенерации, регенерация понятна, что это такое. Только единственное, что мы сейчас не можем ее сделать, но она понятна с точки зрения метафизики. Естественно, только с физики регенерация невозможна. Wenn man mit der Regeneration sich beschäftigt und schaut nur auf das Grobstoffliche, ist die Regeneration nicht möglich oder die ist nicht steuerbar. Ja, das heißt, in der Forschungsindustrie gibt es schon viele Fälle, wo man beschleunigt, wo man die Regeneration von Zellen beschleunigt. Ja, das heißt, es gibt viele Forschungen, die mit Alterungsprozessen sich beschäftigen und es gibt viele Forschungen, wo zum Beispiel ganz, ganz alte Ratten wurden sehr, sehr schnell jung gemacht oder verjüngt, aber die gleichen verjüngten Ratten starben dann in einer sehr, sehr kurzen Zeit an Krebs. Das heißt, in der grobstofflichen Forschung, wo das Metaphysische nicht berücksichtigt wird, vieles ist noch nicht steuerbar. Man beschleunigt sehr stark Regeneration, aber man kann dann nicht diese Aufwucherung und Vermehrung von Zellen richtig steuern und dann das Tier stirbt wirklich von den Tumoren vom Krebs. Wenn man aber die metaphysische Komponente kennt und beginnt, das zu steuern durch Berücksichtigung von der metaphysischen Komponente, es wird in der Zukunft mehr und mehr möglich, so zu regenerieren, dass wir das steuern können. Ну, пока что-то ампутированное, либо что-то потерянную какую-то конечность мы не можем восстанавливать, поэтому переходим к протезам. Тоже интересная тема. Aber im Moment, wir Menschen, wir sind keine Eidechsen. Wir können noch unsere amputierte Glieder nicht wiederherstellen. Deswegen, es gibt auch ein ganz interessantes Gebiet in der Medizin der Zukunft. Die ist auch schon voll im Gange. Das ist sogenannte Neurointerface, das ist die Forschungsebene, wo man die Gehirnströme auslesen kann und sogenannte mentale Steuerung möglich ist. Das ist interessant für die Personen, die zum Beispiel Prothese haben, Bein, Hand oder Armprothese haben und die Neurointerface-Gebiet. Das sind sogenannte, im Moment, das ist auf der Ebene von Kyborgen, ja, das heißt, das sind die Menschen, die dann, das, die nennt man Kyborg, Kyborge. Ты можешь кого-то покажешь? Да, слово страшное. Das Wort ist ziemlich schrecklich. Wieso Kyborg? Weil bei diesen Menschen, die dann diese Prothese haben, Hand- oder Beinprothese, man verbindet deren Gehirn, man verbindet Prothese, im Endeffekt ein toter mechanischer Teil, man verbindet Prothese mit dem Gehirn von diesem Behinderten. Und, причем очень важный момент, что сейчас появилась такая возможность связи не только я подаю сигнал мозгом в протез, а еще и обратно. Вот это интересно. И они могут ощущать. И они могут ощущать, да. Und diese Person kann dann mental, durch mentale Gedanken steuern diesen Prothese, diese Prothese von der Hand oder vom Bein. Und wenn es früher war das nur möglich, die Bewegung vom Prothese, die letzten Forschungen ermöglichen auch das Fühlen. Das heißt, ich kann mental fühlen,
wenn Prothes nimmt Glas, ob Glas kalt oder warm ist, glatt oder matt und was weiß ich, schwer oder leicht, im Endeffekt gelähmte Arm vom Behinderte bewegt nichts, aber es gibt ein Prothes und Steuerung vom Prothes geschieht durch eigenes Gehirn. Natürlich dazu muss man Gehirn bohren und ganz viele Sender aufstellen und ganz viele Chips aufstellen. Deswegen man nennt diese Menschen Kyborgen und diese, für diese Forschungen gehen die Menschen freiwillig, die einfach schon auf ganz vielen Ebenen abgeschrieben sind. Aber es gibt bekannte Menschen, zum Beispiel Kyborg Nathan Copeland, ein Mann, der lebt in Amerika. Bei ihm sind die Arme gelähmt und er steuert seine Armprothese mental und er kann wirklich fühlen und steuern. Сейчас пока для этого нужно сверлить маленькую дырочку в голове. Genau, nur wie gesagt, für diese Ebene im Moment muss man noch bohren das Gehirn. Aber das ist auch ein Gebiet, wo ganz, ganz viel geforscht wird, auch für die Patienten, die nicht nur amputierte Extremitäten haben, sondern auch zum Beispiel die Menschen nach dem Schlaganfall, nach dem Insult, wenn jemand nicht sprechen kann, aber die, weil die Artikulationszentren beschädigt sind und Sprechen ist nicht möglich, aber die Sprachzentren im Gehirn sind in Ordnung. Man kann bei diesen Menschen, das heißt, mit Muskeln steuern ist nicht mehr möglich, aber Artikulation ist möglich. Und deswegen, es gibt ganz interessante Forschungsprogramme, wo diese Menschen nach dem Insult durch Gedanken können dann sprechen. Ja, das heißt, es werden die Gehirnströme abgelesen und der Mensch denkt und man kann dann ablesen, was er denkt. Das ist sogenannte Neurointerface, wo man dann Kontakt herstellt mit Gehirnströmen und man koppelt das Gehirn von dem Mensch mit irgendwelcher Funktion. Und da Entwicklung geschieht auch hier auf der künstlichen Intellektebene, dass man bestimmte Prothesen werden auch durch künstliches Intellekt gesteuert und zum Teil auch durch das Gehirn von diesen Menschen. Das ist auch wirklich ganz interessante Forschungsgebiete, sogenannte Gehirnmonitorik. Верно. Ну, опять-таки, в ситуации, когда нет руки, ноги, или там, не дай бог, двух и двух, это пока что выход. Причем достаточно неплохой, пока мы не научились отращивать конечности. Deswegen für die Menschen, die wirklich Beschränkung haben durch die verlorene oder amputierte Körper, Extremitäten, ja, Arm oder Arme oder Beine, das ist natürlich sehr gute Möglichkeiten. Oder für die Menschen nach dem Schlaganfall ist auch ganz, ganz gut. Und ihr kennt vielleicht, es gibt sogenannte Film, der ist bekannt, ich glaube von 2017, Human, Human, die Menschheit, man kann es auch in deutscher Sprache im Internet finden, Human, die Menschheit, man kann über diese Forschungen anschauen, es gibt interessante Filme schon auf diesem Gebiet und natürlich die Forschung forscht ganz viel auf dieser Ebene auch Richtung Supermenschen, ja, das heißt diese Gehirnmonitoring im Alltag, dass man dann beim Lernen, beim Meditieren oder beim Stressmanagement wirklich die Fähigkeiten eines Menschen verbessern kann durch Gehirnmonitoring, dass die Menschen besser lernen, dass die Menschen besser sich entspannen oder entstressen. Im Endeffekt angefangen wurde das alles Forschung für die Menschen mit beschränkten Möglichkeiten und das alles entwickelt sich jetzt in die Richtung Menschen mit den Superfähigkeiten. Von Behinderten zu den Supermenschen und das ist in sich auch interessante, ganz interessante Forschungen.
И еще с депрессивными, да, интересные. Да, интересно, но тоже опять-таки с вопросами этики, когда они подключаются к мозгу и буквально ворошат его там таким образом, что человек выходит из депрессии очень быстро. Dann gibt es Neurointerface. Es gibt viele Forschungen, die wahrscheinlich in der Zukunft auch einiges bewirken werden. Es gibt viele Forschungen auch mit der psychosomatischen Erkrankungen. Zum Beispiel, es gibt viele Forschungen mit ziemlich positiven Ergebnissen bei den Menschen mit schweren Depressionen. Ja? Es ist bekannt in der Schulmedizin, dass ein Viertel von den schwer depressiven Menschen kann man nicht helfen, trotz Medikamenten, die enden dann wirklich mit Suizid oder mit dem Tod. Und für diese schwer depressiven Menschen gibt es auch auf der Neurointerface-Forschung sogenannte Stimulationschip. Der Nachteil natürlich, man mischt sich wieder in das Gehirn. Aber hier ist immer dann die ethische Frage, entweder ist es Suizid und Tod oder ob dieser Mensch wirklich beginnt dann zu leben, aber mit dem Chip im Kopf. Und es gibt tatsächlich ganz viele positive Ergebnisse. Bei den schwer Depressiven, es gibt eine Zone im Mosk, im Gehirn, Mosk auf Russisch, es gibt eine Zone im Gehirn, die immer wieder überstimuliert ist. Das heißt, von einer Seite, man kann denen helfen durch die Aktivierung von sogenannten Glückshormonen, aber in Wirklichkeit, es sind schon ganz viele Forschungen bei den Schwerdepressiven, es gibt eine Zone, die immer aktiv ist und die muss man umgekehrt unterdrücken. Und durch die unterdrückende Einwirkung auf diese Zone, der Mensch plötzlich bekommt wirklich ganz normale Reaktions- und Denkweise. Ja? Die erzählen dann diese Menschen, weil das macht man schon bei den Menschen. Die Forschungen sind schon langjährig und die letzten Zeiten, die werden schon bei den Menschen durchgeführt. Die erzählen selbst, als ob wirklich Vorhang, schwerer Vorhang weggeht und die plötzlich können das Leben genießen, riechen, fühlen, lachen wie normale Menschen und die beginnen ganz normal zu leben. Man kann ganz viele Leben damit retten und verschönern. Ja, das ist auch Gebiet von der Neurointerface. Das sind auch so verschiedene Gebiete der Transplantation und der Arbeit mit dem Gehirn. Ну и много всего по омоложению, да? Да, по омоложению огромное тоже количество технологий, опять-таки большинство из них закрытые. Да, natürlich Organspende, Transplantationsgeschichte, das alles entwickelt sich auch sehr, sehr stark auf den Gebieten Verjüngung und Regeneration. Natürlich auf diesem Gebiet gibt es auch ganz, ganz viel Scharlatane und es wird ganz, ganz viel Geld gemacht mit vielversprechenden Mitteln, die in Wirklichkeit, ja, wo erzählt wird, die haben Einwirkung auf DNA und die machen dies und jenes. Es gibt hier auch auf diesem Gebiet interessante Forschungen von einer Seite, von anderer Seite, wie gesagt, gibt es auch ganz viel Lüge. Ja, diese ganze Verfahren mit den Stammzellen, bei der ganzen Geschichte mit Stammzellen gibt es tatsächlich ganz viel Lüge oder ganz viele Forschungen, wo die Steuerung fehlt, wo dann die Vermehrung so schnell ist, dass man dann Krebs bekommt oder irgendwelche Tumore, weil diese Balance ist im Moment noch nicht steuerbar in der Wissenschaftswelt. Ja, das heißt, nicht nur beschleunigen Regeneration, aber auch richtig rechtzeitig bremsen. Aber trotzdem, oder diese ganze Wörter Nano, ja, wenn Nanotechnologie man denkt, dann ist es wirklich sofort alles super gut. Ja, sehr oft wird dieses Wort verwendet, einfach um Marketingkampagne zu starten. Ja, Nano oder DNA oder Verjüngung. Aber es gibt hier auch trotzdem interessante Forschungen. Конечно, в этих вопросах лучше идти не снизу, с физики, а лучше идти сверху. Und die ganze Prozesse der Verjüngung, der Regeneration,
auf diese Prozesse soll man lieber von der metaphysischen Ebene angreifen. Ну, у нас есть для этого workshop, да? Да, есть, причем даже не один. Ja, wir haben zwei, oder wie viele? Zwei Workshops, Online-Workshops zum Thema Verjüngung und Regeneration, wo wir auch erklären, wissenschaftliche Informationen, was dabei geschieht, dass wir alle Menschen, wir haben Lebensprogramm und wir haben auch alle Alterungsprogramm. Ja, das sind zwei parallel laufende Programme, deswegen man kann hohes Alter haben und jung bleiben, man kann jung sein und sehr alt wirken, ja, weil Alterungsprogramm und Lebensprogramm mit Geburt und Tod, das sind zwei unterschiedliche Programme, die laufen nebenbei, aber nicht gleich. Deswegen, wenn man schon auf die Regeneration einwirken will, dann, wie Alexander sagt, besser von der metaphysischen Ebene. Ja, in dem Plan лучше сверху. Ну, расскажи, какие есть снизу технологии. И, в принципе, мы можем двигаться дальше. Ну, die Technologien der Verjüngung, die sind alle jetzt noch viele in den Forschungsstufen. Wie gesagt, hier soll man sehr, sehr gut sich selbst informieren über das, was versprochen wird. Ja, ganz, ganz viel auf diesen Gebieten wird gelogen oder schön erzählt, was in Wirklichkeit noch kaum wirkt. Wirkt eher Placebo oder richtige gute Pflege anstatt dem, was uns erzählt wird. Hier soll man natürlich bewusst werden, dass keine Creme verändert unser DNA. Und so weiter. Das heißt, unser Alterungsprozess, wenn man hier versteht, auf der metaphysischen und grobstofflichen Ebene, wir haben alle Prozesse der Zerstörung, ja, die katabolischen Prozesse in jeder Zelle und anabolische Prozesse, die Erneuerung und einfach im Alterungsprozess die Programme der Zerstörung sind schneller als die Programme der Erneuerung. Die ersten 20 Jahre in unserem Leben sind natürlich Erneuerungsprogramme schneller und stärker als die Alterungsprogramme. Und ab ca. 20-jährigem Alter starten schon die ersten Alterungsprogramme und man kann sagen, mit ca. 40 Jahren gibt es schon in jedem Körper bestimmte Alterungsprogramme im Vormarsch, wo die Zerstörungsprozesse oder katabolische Prozesse einfach schneller sind als die Erneuerungsprozesse und deswegen kommen dann die Alterungsprozesse in Vormarsch. Und hier soll die Regel auch immer sein, dass was älter ist, soll auch besser gepflegt werden. Gepflegt nicht nur mit Feuchtigkeit und Massage, das ist auch natürlich wichtig und richtige Ernährung, sondern auch mit Berücksichtigung von feinstofflichen Komponenten, von der Laune, von der Seele, von der Bewegung, Luft, Durchblutung und so weiter. Ну, что у нас есть на тонком уровне? Was tonkom kann уровне Alexander bieten auf der Regenerationsebene? Man kann natürlich metaphysisch einwirken, да? Метафизически можно воздействовать. Да, можно здесь, естественно, нельзя сделать из 100-летнего человека 15-летнего. Теоретически можно, практически пока нельзя. Das heißt, aus dem 100-jährigen Mensch kann man jetzt nicht 15-Jährige machen. Theoretisch noch nicht. Theoretisch ja, praktisch noch nicht. Aber zum Beispiel die Zerstörungsprozesse ein bisschen verlangsamen und die Erneuerungsprozesse ein bisschen beschleunigen oder aktivieren, das ist auf jeden Fall möglich und man macht es auf der feinstofflichen Ebene. Ну, я думаю, мы, в принципе, и можем к этому сейчас приступить. Ну, давайте. Und wir haben heute auch gedacht zu diesem Thema Transplantation. Ja, bei Thema Transplantation sehr, sehr große Rolle spielt Regeneration.
Regeneration, Erneuerung von Zellen, gerade Erneuerung auf der gesunden Ebene oder bessere oder schnellere Erneuerung von gesunden Zellen. Wir möchten euch heute eine Heilübertragung zu diesem Thema anbieten. Ja? Das heißt, Aktivierung von den Erneuerungs-Regenerationsprozessen im Körper und Verlangsamung von Alterungsprozessen im Körper, damit unser Körper frisch und jung länger bleibt. Und frisch und jung heißt nicht nur die Haut, sondern natürlich ganz wichtig ist unser Gehirn, die Arbeit von Gefäßen, von Nervensystem, von Organen. Ja, für die ist eine Verjüngung oder Regeneration ganz, ganz wichtig. Nicht nur für die Haut und für die Falten. Ja, ganz wichtig ist unser Gehirn. Я думаю, большинство почувствует. Обязательно. Alexander sagt, ihr werdet, die meisten von euch werden das spüren und fühlen. На что обратить внимание? Вы знаете, вот здесь нужно будет обратить внимание на все тело сразу. Естественно, чувствуем мы только нервами, да? Но обратите внимание на... Да? И на состоянием следить. Auf jeden Fall bei dieser Heilübertragung, man kann Fokus halten auf den ganzen Körper. Und was schon in den vielen Forschungsinstituten bewiesen ist, auf unsere Aktivierung der Regeneration oder Verlangsamung von Alterungsprozessen ist ganz, ganz wichtig, ist unser körperlicher Zustand. Wenn wir uns im Laufe des Tages öfters leicht fühlen, nicht schwer von der Laune oder von Materie, sondern wirklich der Zustand der Leichtigkeit. Leichtigkeit bedeutet auch gute, leichte Laune. Und je mehr wir uns selbst lieben und bewundern, aber wahrhaftig, ja, nicht irgendwie etwas sagen, was dem Inneren gar nicht, innere Einstellung gar nicht stimmt, sondern wirklich, wenn man immer wieder im Laufe des Tages zu dem Spiegel kommt, besonders früh nach dem Aufwachen und am Abend vor dem Schlafen geht, man schaut sich selbst an und immer wieder bewundert die schönen Dinge am Gesicht und am Körper. Ja, das heißt, man schaut in den Spiegel und wirklich findet immer wieder was Schönes und Tolles an eigenem Gesicht, an eigenem Körper, an der Haut, an Augen, an Haaren, an allem. Ja, das heißt, je mehr wir, wenn wir uns anschauen, je mehr wir uns bewundern und loben und begeistert sind, je mehr wir diese Leichtigkeit im Alltag fühlen, desto stärker und aktiver arbeiten die Regenerationsprozesse in unserem Körper und desto länger bleiben wir jung. Ja, das ist für euch noch Möglichkeit zum Üben. Man kann dann heute nach der Heilübertragung damit schon starten, wenn man dann ins Bett geht, einfach länger im Spiegel sich wahrhaftig bewundern, wie schön, wie toll, wie wunderbar man ist, und dann morgen nach dem Aufwachen das Gleiche und bei jedem Spiegel anschauen, bei jeder Möglichkeit wirklich das üben und praktizieren. Und jetzt gehen wir auf die Heilübertragung. Ну и плюс в эту прекрасную рождественскую ночь не забудьте выспаться. Это тоже влияет на наложение. Und ganz wichtig, was Alexander sagt, ist wirklich ganz wichtig. Genügend Schlaf. Im Schlaf entgiften wir, im Schlaf gerade verjüngen wir uns. Deswegen Produktion von Melatonin ist ganz wichtig für die Verjüngung. Hormon Melatonin, Zirbeldrüse, produziert das Hormon. Das ist ein Hormon, was uns verjüngt. Und Melatonin bildet sich immer von dem, wie viel wir Serotonin in uns haben. Und Serotonin bildet sich von Tageslicht, von Sonnenlicht, das heißt im Laufe des Tages spazieren gehen,
Sonnenlicht empfangen. Je mehr wir von diesem Licht bekommen, desto mehr haben wir Serotonin. Je mehr Serotonin, desto mehr haben wir Melatoninhormon. Und Melatonin verjüngt uns während des Schlafens. Ja, dunkler, gemütlicher, schöner Raum mit passender Lufttemperatur, mit einem sehr passenden, bequemen Bett. Und man soll wirklich genügend Schlaf sich gönnen. Und Alex sagt, heute Nacht, für uns jetzt Weihnacht und für euch jetzt, 6. Januar, Epiphanius-Fest, einfach heutige Nacht genießen, länger schlafen. Viele haben morgen Brückentag und können sicher sich ausschlafen. Ja, Schlaf ist auch ganz wichtig für unsere Gesundheit, für unsere gute Laune und für unsere Verjüngung. Ну что, приступаем? Genau, können wir starten? Sind alle bereit? Spürt ihr euren Körper? Erinnert euch an euren schönsten Momenten des Lebens. Ist auch sehr zu empfehlen, öfters erinnern. Die Zeiten, wo man sich ganz glücklich und wohl gefühlt hat, wo man vielleicht frisch verliebt war oder etwas ganz Tolles im Leben bekommen, erreicht hat. Ja, jeder Mensch hat glückliche Momente im Leben. Jemand vielleicht hat gerade jetzt in dieser Zeit die schönste Zeit. Jemand hatte das vielleicht in der Vergangenheit. Erinnert ihr an eure schönste Zeit des Lebens, Momente? Spürt ihr euren Körper? Erinnert euch jung, kraftvoll, voll funktionsfähig auf allen Ebenen. Und dann können wir mit der Haarebetragung starten. Sind alle bereit? Frei atmen, spüren, fühlen, vorstellen.
возможность. Все. Процесс запустили. Программу поставили. Можете это видео пересматривать несколько раз, да еще и друзьям рекомендовать. So, fertig. Was Alexander jetzt sagt, ihr könnt gerne diesen Abschnitt anschauen, auf Wunsch, so oft wie ihr möchtet. Ihr könnt gerne das auch mit Bekannten und Freunden teilen und den Prozess für die Regeneration hat gestartet. Führungsprogramme im Körper. Не забудьте обязательно стакан воды лишний. Wichtig, 1-2 Gläser Wasser zu trinken. Das ist ganz wichtig für unser Gehirn und auch für unsere Haut. Ja? Die Feuchtigkeit ist ganz wichtig. Und Wasser brauchen alle Organe. Dann wird auch die Information verteilt an alle Zellen. У нас еще очень интересная сейчас акция есть, да? Обязательно расскажи, да. Was ich jetzt noch zum Schluss sagen wollte. Nicht jeder bekommt Newsletter oder nicht jeder ist in unserem Telegram-Kanal. Wir haben jetzt zum Silvester sogenannte Neujahrsaktion. Das ist 10% Rabatt auf jede Bestellung, die man bei uns macht, im Endeffekt bis 6. Januar. Aber wir haben auch heute das verlängert bis zum, auf Bitte von vielen Kunden, bis zum Sonntag. Das heißt, bis Sonntag diese Woche. Ihr könnt gerne Bestellungen machen in unserem Shop, zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel. Ja, wir haben ganz, ganz viele tolle Nahrungsergänzungsmittel für Haare, für weibliche Frauenthemen, für die Männerthemen, ganz tolle Nahrungsergänzungsmittel für die Knochen, für die Leber, dann natürlich Svetl-Generator, Anhänger oder Armband oder für die Kinder oder die bioaktive Stoffe. Auf jeden Fall, wenn ihr noch für sich selbst oder für eure Bekannte, Verwandte was gerne machen möchtet, auch die Termine. Die Termine beim Alexander oder bei der Wahrsagerin Civil, wenn jemand möchte. Man kann auf jeden Fall bis Sonntag genießen, weil jede Bestellung, egal wie klein oder wie groß ist der Betrag, 10% auf alles bekommen. Das könnt ihr gerne nutzen. Das ist unsere Neujahrs-Silvester-Aktion für euch alle. Als Dankbarkeit für so viel Teilnehmer, für so viele, so viel Vertrauen, für so viele wunderschöne, wunderbare Kommunikation mit euch, für die Zeit zusammen. Wir unterstützen damit uns alle, wir wachsen, entwickeln uns alle dadurch, wir helfen uns gegenseitig, vor allem wir lernen immer wieder was Neues und das ist sehr schön und sehr, sehr wichtig in unserer Zeit. Также приглашаем вас в субботу. Am Samstag, на вот эту красоту. Passend zu heutigem Thema. Да. Das ist online Heil-Workshop für ungeborene Kinderseelen, Sternenseelen. Das betrifft nicht nur die Frauen, die Fehlgeburt oder Abtreibung hatten, das bewirkt auch alle, die ein Gefühl haben, dass die vielleicht Zwillingsbruder oder Schwester im Mutterleib hatten. Ja, weil ganz, ganz viele Schwangerschaften sind Zwillinge dabei und ein von den Seelen opfert sein Leben und das andere Embryo überlebt. Und die Menschen, die dann wirklich überleben und am Leben bleiben, die haben oft ein Gefühl, irgendwie sich zu beschränken oder Schuld zu tragen oder sie erlauben sich nicht, dies oder jenes zu gönnen oder zu schenken. Ja, das ist oft dann die Programme, dass man wirklich Verbindung hat zu einer Seele, die einfach
nicht lebt, sogenannte Sternenseele. Und wir laden alle, die entweder etwas mit Fehlgeburten oder mit Totgeburten, mit Abtreibungen zu tun hatten, Frauen und Männer, ja, der Mann als Vater oder jemand, der wirklich so Gefühl hat, dass er einen Zwillingsbruder oder Schwester wirklich noch bei sich angedockt hat, zu diesem Online-Workshop laden wir euch ein, um das zu heilen, zu befreien, ganz, ganz viel loszulassen. Und das ist wirklich gerade jetzt für diese Januarzeit nach den Rauhnächten, nach der Weihnachtszeit, sehr, sehr magische Zeit, um so etwas zu heilen und loszulassen. Ja? In unserer wirklich nicht einfachen Zeit für ganz viele Menschen ist es jetzt nicht so einfach, weil ganz viele schreiben uns, dass die entweder seelisch, emotionell oder von vielen Belastungen betroffen sind oder von vielen Umstellungen betroffen sind, wie physisch, genauso psychisch oder finanziell oder sozial. Und wirklich, die Zeit ist sehr herausfordernd. Aber das Gute dabei, wir wachsen alle durch die Stolpersteine, durch die Probleme, durch die Hindernisse, wir wachsen alle, ja. Uns wird nicht mehr gegeben, als wir vertragen können. Und von dem, die Erfahrungen sind wertvoll. Die sind wichtig, die machen uns zu den wirklich wahren Menschen. Deswegen, wir meistern alle diese Zeit. Ja? Und das ist gut, wenn man miteinander kommuniziert, gegenseitig sich unterstützt, dass man wirklich Zeit mehr verbringt, dort und mit denen, wo man sich wohlfühlt. Ja, mit gesunden, nicht unbedingt physisch, psychisch, ja, das heißt positiven, fröhlichen Menschen, wo man gegenseitig sich unterstützt und hilft. Ну что, будем прощаться. Нас поздравляют с наступающим Рождеством. Мы также вас. Noch einmal vielen Dank für eure ganz, ganz viele Danksagungen und Wünsche zu unseren russischen Weihnachten. Herzlichen Dank. Und vielen, vielen Dank für diesen wunderschönen Abend mit euch. Ja, man spürt diese viele, viele wunderbare Seelen, die jetzt alle zusammen sind. Das ist schön, das ist sehr schön. Bleibt ihr alle bei der Hoffnung. Diese Zeit ist wichtig. Ja, die Hoffnung, Glauben an das Gute, an das Schöpferische, an das Positive. Und dann wird es immer besser. Ну что ж, до скорого. Und wir sagen Dankeschön und bis bald.